Wir werden heute unsere Ängste überwinden in einem der gefährlichsten Wasserparks der Welt, dem Atlantis Aquapark in Dubai. Dabei werden wir mit den harmlosen Rutschen anfangen und uns Level zu Level zu den gefährlichsten Rutschen hochsteigern. Yannick hat noch eine Phobie, die er sich heute stellen kann, denn in einer Rutsche gibt es echte Haie. Ich hab gar keinen Bock, ich sag's euch ehrlich. Also hoffen wir werden nicht gebissen. Los geht's mit Level 1. Der Wasserpark ist so riesig, dass wir jetzt einen Kack-Buggy nehmen müssen, um zur ersten Rutsche zu kommen. Denn hier gibt es 79 Rutschen auf ganzen 17 Hektar. Von ganz leicht bis zum extremen Nervenkitzel. What? This one's not allowed in the way. Also, ich muss jetzt anscheinend meine Kamera hier abgeben, weil ich sie nicht mitnehmen darf. Das ist so unlogisch. So, erste Rutsche. Die sieht sehr, sehr einfach aus. Und die haben ja gesagt, ich starte mein Level 1. Ich bin ja eigentlich nicht so der, der viel Achterbahn fährt, aber das war echt easy. Also Jonas, das war easy. So, also wenn das Level 1 war, will ich gar nicht wissen, was in den nächsten Level kommt. Aber jetzt kommt erstmal Level 2. Jetzt hier solche Matten bekommen und bin gespannt, was uns erwartet. Let's go. Level 2. Ich sag ehrlich, ich fand die andere cooler. Ja. Yeah. Da geht noch was. Jetzt kommt Level 3 im Moment. Odyssee auf Terror ist die höchste Rutsche der Welt mit unserem ersten freien Fall aus 5 Metern. Ich bin ready. Bist du ready? Die höchste Slide der Welt. So, ich hole uns jetzt die VIP-Pässe, damit wir nicht mehr in der Line stehen müssen. Weil man wartet hier teilweise 30 bis 40 Minuten, nur um einmal zu rutschen, so das ist viel zu lange. Mit einem VIP-Ticket bekommt man ein oranges Bändchen und kann durch einen separaten Eingang an allen vorbei und als erster rutschen. Er hat mich einfach alleine stehen lassen, der Hund. Jetzt geht's zu den Haien. Ey, ungelogen, ich bin sehr, sehr nervös gerade, ne? In einer Rutsche schwimmt man nämlich durch eine komplett dunkle, aber durchsichtige Rutsche und landet dann in einem Haibecken. Yannick ist sehr nervös, mal gucken. Ich weiß gar nicht, was passieren wird, wenn ich da runterrutsche. Auf einmal guckt mir so ein Hai direkt ins Gesicht. Ich glaube, ich kriege einen Herzinfarkt, ey, wirklich. Ich habe gar keinen Bock, aber es wird durchgezogen und ich bin sehr gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich gewöhne uns mit dem System. Hat der große Hai schon nicht begegnet? Hier geht die Rutsche durch. Ich glaube, deine echte Phobie gegen Haie musst du noch überwinden. Ne? Level Nummer 5, 6, 7, 5. Level Nummer 5. VIP-Band ist Gold. Wir kommen durch alle Schlangen komplett durch. Ready? Let's go, ready. Level Nummer 6. Let's go. Noch ein Level bis zum Ende. Okay, Leute. Level Nummer 6. Bist du ready? Ready. Okay, wir sind am letzten Level angekommen. Jetzt wird's wild. Leap of Faith ist komplett runter und zu den Haien. Let's go. Boah, ich bin gerade am Überlegen, aber. Ja, komm, let's go. Durchziehen. Let's go. Okay, let's go. Das wird crazy, Leute. Crazy. Wow.
Das war ja auch so immer. Ah, das war krank. Schreibt mal unter das Video, ob ihr euch das trauen würdet. Und schaut dann an Grüner Pudding und Müller für die zwei Kommentare der Woche. Bis zum nächsten Mal.